So, und anhand dessen, dass sie ja zur dritten Partei eigentlich gehört, den Talmor. Die Talmor haben zwar bei den Kaiserlichen mitzureden, aber aus dem Grund. Gut gesagt. Also gut, Ulfric. Genießt euren Ich habe kleinen nichts Sieg. geklickt. Man hat anscheinend auch nicht ewig Die Zeit. Talmor werden mit jeder Führung verhandeln, die in Himmelsrand regiert. Wir wollen uns keinesfalls in euren Bürgerkrieg einmischen. Ha! Himmelsrand wird sich niemals den Talmor unterwerfen. Im Gegensatz zu euren kaiserlichen Freunden hier. Was willst du überhaupt? Ihr habt Glück, dass ich den Rat der Graubärte respektiere, Galmar. Legat, wir vertreten den Kaiser hier. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Dann ist das ja geklärt. Können wir nun fortfahren? Ich will vorab etwas klarstellen. Los geht's. Ich habe diesem Rat nur zugestimmt, damit die Bedrohung durch die Drachen beseitigt werden kann. Es gibt nichts weiter zu besprechen, es sei denn, das Kaiserreich ist endlich bereit, auf seinen unrechtmäßigen Herrschaftsanspruch über das freie Volk von Himmelsrand zu verzichten. Ich wusste doch, dass er nicht widerstehen kann. Wir sind hier, um einen vorübergehenden Waffenstillstand zu schließen, damit das Drachenblut hier sich um die Drachen kümmern kann. Das ist alles. Ich betrachte schon das Gespräch mit dem Kaiserreich als eine großzügige Identify Geste. Yourself. Ich muss mal eben pausieren. Sorry nochmal für die Unterbrechung. Es ist halt jedes Mal so. Ich hab den ganzen Tag Ruhe. Außer wenn ich aufnehme, dann kommen sie alle und wollen irgendetwas. Okay, jetzt reden sie nicht mehr. So, ich habe das Spiel nochmal maximiert. Jetzt haben sie wieder Ton. Ja, bringen wir es hinter uns. Können wir weitermachen? Jarl Ulfric, General Tullius, einen Rat wie diesen hat es noch nie zuvor gegeben. Wir versammeln uns hier auf Wunsch des Drachenblutes. Ich bitte euch alle, den Geist von Hoch Hrothgar zu respektieren und euer Bestes zu geben, um den ersten Schritt hin zu dauerhaftem Frieden in Himmelsrand zu tun. Möchtet ihr die Verhandlungen eröffnen? Ja, fangen wir. Irgendwie backt das Licht jetzt rum. Wir wollen die Kontrolle über Markarth. Das ist unser Preis für die Zustimmung zu einem Waffenstillstand. Darum seid ihr also hier, Ulfric? Ihr wagt es, die Graubärte zu beleidigen, indem ihr diesen Rat zur Stärkung eurer Position nutzt? Jarl Elisif, ich werde... General, das ist unerhört. Ihr könnt diese Forderung nicht ernst nehmen. Ich dachte, wir wären hier, um über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Elisif, ich sagte doch, dass ich mich darum kümmern werde. Ulfric... Ihr könnt nicht ernsthaft erwarten, dass wir Markarth am Verhandlungstisch aufgeben. Ihr versucht bei den Verhandlungen das zu bekommen, was ihr euch im Kampf nicht holen konntet. Ist es das? Ich bin mir sicher, dass Jarl Ulfric nicht davon ausgeht, dass er etwas ohne Gegenleistung bekommt. Ja, das wäre absolut untypisch. Was wird das Kaiserreich als Gegenleistung erwarten? Wartet! General, ihr wollt Markarth doch nicht einfach diesem... Verräter übergeben. Oh mein Gott, das Licht! Und so belohnt uns das Kaiserreich für unsere Loyalität. Genug. Um einmal eins klarzustellen, diese Verhandlungen waren nicht meine Idee. Ich halte sie für eine Zeitverschwendung. Ihr seid ein Verräter des Kaiserreichs und verdient den Tod eines Verräters. Aber ich verhandle wenigstens mit guten Vorsätzen. Da wir alle auf euren Wunsch hier sind, würde ich gerne erfahren, was ihr denkt, wie viel Markarth wert ist. Nun ja, da Markarth so ziemlich mit im Herzen des Kaiserreichs liegt, beziehungsweise der Position im Kaiserreich, würde ich sagen, dass eine Position, dass die weit im Reich des Sturmes liegt, wohl mit am wertvollsten wäre. Dämmerstern ist eine ziemlich kleine Stadt im Vergleich zu Rift. Ich würde wirklich Riften empfehlen. Rift würde dabei helfen, unsere Kommunikation mit Cyrodiil sicherzustellen und Ulfrics Südflanke unter Druck zu setzen. Das Drachenblut hat gesprochen, Tullius. Markarth ist unser. Jetzt werden wir sehen, ob etwas hinter eurem Gerede von Treu und Glauben steckt. Ihr enttäuscht mich, Drachenblut. Ich nahm eure Einladung aufgrund eures guten Namens an. Aber wie es scheint, bevorteilt ihr Ulfric. Wieso das denn? Ich erkenne jetzt, dass dies überhaupt keine echten Verhandlungen sind. Ich kenne euch, Ulfric. Wenn ich euch Markarth überlasse, kommt ihr mit der nächsten Forderung.
Ihr werdet das Kaiserreich nie bezwingen, und das wisst ihr auch. Dennoch seid ihr bereit, Tausende für eure selbstsüchtigen Ziele zu opfern. Früher oder später werdet ihr euch unter der Axt meines Henkers wiederfinden. Und dann wird kein Drache da sein, um euch zu retten. Wie immer sind die wohlfeilen Worte des Kaiserreiches nichts wert. Halt! Seid ihr der Gefahr gegenüber so blind, dass ihr nicht über eure kleingeistigen Streitigkeiten hinwegsehen könnt? Ihr sitzt hier herum und streitet wegen nichts, während das Schicksal des Landes auf dem Spiel steht. Gehört er zu euch, Delphin? In dem Fall sollte er besser aufpassen, was er sagt. Ihr gehört zu mir. Und ich würde euch beiden raten, zuzuhören, was er zu sagen hat, bevor ihr etwas Übereiltes tut. Versteht ihr nicht, welche Gefahr uns droht? Versteht ihr nicht, was die Rückkehr der Drachen bedeutet? Alduin ist zurückgekehrt. Der Weltenfresser. Jetzt im Augenblick verschlingt er die Seelen eurer gefallenen Kameraden. Er wird mit jedem Soldaten mächtiger, der in eurem sinnlosen Krieg fällt. Könnt ihr nicht angesichts dieser tödlichen Gefahr euren Hass nicht einmal einen einzigen Augenblick lang zurückstellen? Ich weiß zwar nichts vom Ende der Welt, aber diese Drachenangelegenheit gerät außer Kontrolle. Wenn dieser Waffenstillstand dazu beiträgt, dass dieses Drachenblut hier dieser Bedrohung ein Ende bereitet, haben wir beide etwas davon. Vergesst das nicht, Ulfric. Aber zurück zum Geschäft. Ihr wisst so gut wie ich, dass wir Marka zu diesen Bedingungen nicht abgeben können. Bei Schors Knochen, wo werden diese Forderungen noch enden? Nur heraus damit. Wir wollen eine Entschädigung für das Massaker von Kartvasten. Ihr habt die abgeschlachtet, für die ihr angeblich kämpft. Wahre Söhne von Himmelsrand würden so etwas nie tun. Verfluchte kaiserliche Lügen. Meine Männer würden nie zu solchen Mitteln greifen. Nicht einmal als Vergeltung für das Massaker bei... Unser Heimatland, Tullius. All das Blut, das hier vergossen wurde, habt ihr zu verantworten. Also, Drachenblut. Was meint ihr? Setz dich bitte mal in Zelle. Ulfric sollte euch für Kartvasten entschädigen. Ja, Tullius sagte ja schon, Markarth ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Position. Riften ist zwar ebenfalls eine Großstadt, aber Markarth ist einfach extrem befestigt. Das ist wirklich eine Festung, die nahezu unannehmbar ist. Von daher finde ich, Ulfric sollte ihn entschädigen. Gut gesagt. Endlich werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Das ist wohl der fairste Handel, auf den wir hier hoffen können. Dann würde ich sagen, wir haben ein Abkommen. Jarl Ulfric. General Tullius. Dies sind die Bedingungen, die derzeit zur Debatte stehen. Markarth wird den Streitmächten von Ulfric übergeben. Jarl Igmund tritt zurück. Und Tongvor Silberblut wird neuer Jarl von Markarth. Die Sturmmäntel werden sich aus Rift zurückziehen, damit die Truppen des Kaiserreichs ungehinderten Zugang haben. Jarl Laila Rechtsprecher wird zurücktreten und Maven Schwarzdorn wird Jarl von Rift. Oh Gott. Die Sturmmäntel werden eine angemessene Entschädigung für das Massaker bei Kartvasten bezahlen. Ihr beide stimmt dem zu? Die Söhne von Himmelsrand werden sich an ihre Vereinbarungen halten. Solange die Kaiserlichen sich auch an ihre halten. Was ist mit euch, Elisif? Sind diese Vereinbarungen euch genehm? Sprecht nur frei heraus. Sicher wartet General Tullius schon darauf, euren Wünschen zu entsprechen. Ich habe diesen Mördern nichts zu sagen. General, ihr habt euch als guter Freund von Himmelsrand erwiesen. Ich verlasse mich weiterhin darauf, dass ihr alles tut, um unsere Interessen zu schützen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Ich weiß eure Loyalität zu schätzen. Das Kaiserreich kann mit diesen Bedingungen leben, ja. Für einen vorübergehenden Waffenstillstand, bis die Drachenbedrohung aus der Welt ist. Danach, Ulfric, wird abgerechnet. Darauf könnt ihr euch verlassen. Oh, wie mich dieser Lichtbug angekotzt hat. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Markarth aufzugeben ist ein hoher Preis für diesen Waffenstillstand, Drachenblut.
Ich hoffe, die Sache war es wert. Du bist das schuld, oder? Ich nehme an, dass ihr mit dem Plan des Drachenblutes vertraut seid, Jarl Balgruuf. Tatsache. Du Penner. Ja, ich bin bereit, meinen Teil beizutragen. Gebt einfach das Kommando. Dann werden meine Männer euch helfen, diese Falle zuschnappen zu lassen. Aber das Problem bleibt. Wie soll man einen Drachen überhaupt nach Drachenfeste locken? Nun, das ist eine hervorragende Frage. Ihr habt dieses kleine Detail doch nicht übersehen, oder? Ah, ich glaube, hierbei kann ich euch behilflich sein. Ich habe schon mit diesem Problem gerechnet. Während ihr dieses Treffen vorbereitet habt, habe ich die Bibliothek des Tempels der Himmelszuflucht besucht. Ein vergessener Schatz verlorenen Wissens. Aber das Wichtigste ist, dass die Klingen die Namen vieler getöteter Drachen aufgezeichnet haben. In Kombination mit Delphins Karte von Drachenfriedhöfen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich einen der Drachen gefunden habe, die Alduin wieder zum Leben erweckt hat. Wie soll uns das helfen? Versteht ihr denn nicht? Die Namen der Drachen bestehen immer aus drei Wörtern der Macht. Schreie. Wenn ihr den Drachen mit der Stimme ruft, wird er euch hören, wo immer er sich auch aufhält. Das ist praktisch. Warum sollte er kommen, wenn man ihn ruft? Er wird dazu nicht gezwungen. Aber Drachen sind von Natur aus hochmütige Kreaturen und würden nie eine Herausforderung ablehnen. Insbesondere eure Stimme sollte diesen Drachen interessieren. Immerhin habt ihr Alduin besiegt. Ich halte es für höchst wahrscheinlich, dass er nicht widerstehen kann und eurem Ruf nachkommen wird. Das heißt, meine Theorie, dass, wenn wir Alduin platt gemacht haben, andere Drachen von uns zurückschrecken würden, eigentlich falsch ist, da Drachen anscheinend immer sehr, sehr stark von sich überzeugt sind, vielleicht ein zu starkes Ehrgefühl haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es nicht sehr gut für sie ausgehen. Und wie lautet der Name dieses Drachen?